Herzlich willkommen bei Jump TV. Die Open Air Kinosaison ist voll in Gang. Auch in Solothurn geht es am 14. August los auf der Krummturmschanze. Wir wollten von den Solothurner Passanten wissen, ob man heutzutage noch ins Kino geht und was das Besondere ist an Open Air Kinos. Kino werden heute immer noch gerne aus Freizeitbeschäftigung genutzt. Geht ihr noch ins Kino? Ja, ab und zu. Gerne, ja. Ja, ich gehe sehr gerne ins Kino. Hin und wieder. Ganz selten. Ja, ab und zu gerne ins Programmkino vor allen Dingen. Das alternative Filme, französische bevorzugt. Ja. Was ist das Positive oder Negative an einem Kino? Positive ist, dass man Leute trifft, dass man ein schönes, riesiges Bild hat, dass man den Film viel schöner erlebt als im Fernsehen. Dass man rausgeht, ich gehe meistens mit einer Freundin aus. Man trifft sich, klar, es gibt wieder Kontakt mit anderen Leuten. Das ist, glaube ich, wichtig, statt dass jeder daheim vor dem Fernseher sitzt. Das Positive finde ich, ja, man kann mit Leuten machen, kann einfach zusammen fortgehen und einfach coole Zeit miteinander leben. Von dem her, ich finde es eigentlich etwas mega lässiges und auch von den Kosten her. Es kostet zwar ein bisschen etwas, aber es ist gleich trotzdem nicht so mega teuer. Positiv ist, dass ich da Leute treffe und dass ich mal abschalten kann vom Alltag. Ja, schönen Abend. Ja, es ist ein anderes Schauen wie im Fernsehen. Die Open-Air-Kinosaison ist voll im Gang und auch in Solothurn kommt das Open-Air-Kino auf Krummturmschanze. Das am 14. August. Werdet ihr dort auch hergehen? Ja, das hat mich Lust. Nein, wir sind Tagesausflüger in Solothurn und gehen den Tennis, das Tennisspiel schauen. Nein, aber ich finde es eine gute Sache, die Open-Air-Kinos. Haben wir in Zürich auch. Und ich glaube, das ist lässig, wenn man im Sommer ausgehen kann und die Natur noch ein bisschen geniessen kann. Tipptopp. Ich denke eher nicht, weil ich bin nicht aus der Region, aber vielleicht bei meiner Region denke ich, würde ich schon mal vorbeigehen. Nein, leider nicht, weil wir nur zu Besuch sind in Solothurn. Aber sonst gehen wir gerne ins Open Air, wenn das Wetter passt. Was ist das Besondere an Open Air Kinos? Dass es wetterabhängig ist. Eben, es verbindet Kino mit Natur, man kann draußen sein und das finde ich etwas sehr Schönes. Ich finde einfach das ganze Feeling, also, dass man draußen ist, dass am Abend dunkel ist. Ja, und je nachdem auch, je nach Umgebung, teilweise ist es ja bei Schlössern oder so Orten, das ist etwas ganz Spezielles. Nur es hängt ein bisschen vom Wetter ab, ob es schön ist oder nicht. Das ist teilweise noch ein bisschen, ja, so ein Nebeneffekt. Ja, das Wetter, dass man nie recht weiss, wie es wird sein. Und die Stimmung und die Atmosphäre ist schön, ja. Das Besondere ist auch die Atmosphäre, das Wetter, Sonne, Untergang kann man manchmal erleben. Ja, das ist schön. Das finde ich auch so. Was denkt ihr, ist der Grund, warum das die Anzahl Kinogänger in den letzten Jahren gleich zurückgegangen ist? Ja, es gibt halt so viel Beschäftigung, die man machen kann mit den Medien, die halt immer mehr Möglichkeiten bieten. Ich denke, das ist sicher halt, ist auch ein Grund. Ja. Ja, weil natürlich jeder daheim einen riesen Flachbildschirm hat und die jungen Leute vielleicht eher sich mit Freunden treffen, DVD-Abende machen und sowas. Oder es im Internet alles abzieht, statt das wirklich im Kino anzuschauen. Aber ist nicht das Gleiche. Ich denke schon Konkurrenz von den elektronischen Medien daheim. Ja, es ist sehr einfach. Sie können, ich weiß nicht, 100 Televisionsstationen über, sie können Video on Demand, sie können alles dann schauen, wenn sie das brauchen. Und das, glaub, das kommt den Leuten natürlich entgegen. Und das Kino hinkt da immer hinten rein. Und das ist, die Konkurrenz ist sicher gross. Ja, ich denke, die Leute sind bequem geworden. Sie haben ihre Home-Kinos und sitzen lieber auf dem Sofa, für die Filme zu schauen. Was ist euer absolut Lieblingsfilm und warum? Das Piano. Weil er so herrlich skurril ist und mit dem am Meer sitzt sie dann und spielt auf dem Klavier schöne Melodie und finde es irgendwie toll. Ich hätte mehrere und wüsste es gar keine genau zeigen. Mein Lieblingsfilm. ja, das könnte ich jetzt gerade nicht sagen, ich habe gar keine Sinn. Cool Running ist mein Lieblingsfilm. Musik. Jamaikaner, die Landschaft und die lustige Story. Ich schaue gerne James Bond. Das ist so einfach, da komme ich auch raus. Oder? Da gewinnt immer der Gute am Schluss. Und das ist der Klassiker. Mein Lieblingsfilm, ja, hängt diverse. Stolz und Vorurteil finde ich einen der coolen Filme. Ja, es ist einfach irgendwie ein mega romantischer Film, wo man so in alte Zeiten abtauchen kann und so. Und ich finde, das einfach mega cool gemacht. Aber es gibt auch noch andere, die cool sind. Das war das 11. Highlight.
Wir von Jump TV wünschen euch viel Vergnügen im Open Air Kino von Solothurn.